wieder Mittwoch und ich freue mich, dass ihr euch reingeklickt habt. Es gibt heute den Friends Day. Ich beantworte heute wieder ein paar von euren Fragen. Ja, und ich würde sagen, wir legen los. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Die erste Frage kommt heute von Marie. Sie schreibt, benutzt du eigentlich nur vegane Kosmetik oder wie triffst du deine Auswahl beim Kosmetikkauf? Ich kaufe fast nur vegane Kosmetik. Mir ist das auch sehr wichtig, dass dort keine tierischen Produkte enthalten sind, die irgendwie ja auch nicht da drin sein müssen. Man kann wunderbare Kosmetik auf eine vegane Art und Weise herstellen. Da muss man nicht unbedingt tierische Produkte verarbeiten. Und ihr habt mir auch ganz oft geschrieben, dass ihr am liebsten vegane Produkte mögt und dass ihr auch da sehr drauf achtet und dass es euch wichtig ist. Und meine Kosmetik, die ich kaufe, ist immer tierversuchsfrei und meistens auch vegan. Aber nicht zu 100%, weil bei ganz wenigen Naturkosmetikprodukten, die ich verwende, auch Bienenwachs manchmal mit enthalten ist. Das ist bei ganz wenigen Lippenstiften der Fall, aber bei den allerwenigsten. Es gibt wunderbare Lippenstifte im Naturkosmetikbereich, die vegan sind. Aber manchmal finde ich das Produkt so gut, dass ich mich da nicht weiter einschränken möchte. Ich verwende seit vielen Jahren nur noch Naturkosmetik, da sie auch tierversuchsfrei ist, da sie besser ist für meine Haut und einfach weniger chemische Inhaltsstoffe enthält. Ich habe mittlerweile ganz viele Naturkosmetikprodukte kennengelernt und es überzeugt mich. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Naturkosmetik. Und die meisten Naturkosmetikprodukte, die ich kenne, sind auch vegan. Weil die Naturkosmetikhersteller wissen mittlerweile auch, dass sie sehr bewusste Verbraucher haben und die meisten, die ein Naturkosmetikprodukt wünschen, die möchten es auch vegan. Und es gibt auch viele Apps, die darauf hinweisen. Ich packe euch die Apps mal in die Infobox. Falls euch das interessieren solltet, könnt ihr euch die Apps runterladen und dann einfach gucken, ist das Produkt vegan, ist das was für mich oder eben nicht. Und Jana hat mich gefragt, kochst du auch manchmal Low Carb? Oh Gott, Low Carb ist überhaupt nicht meine Welt. Hier koche ich sehr viel High Carb. Also meine Ernährung ist sehr kohlenhydratlastig, wo viele ja auch geteilter Meinung sind. Alle sind verwirrt. Was soll man machen? Soll man viele Kohlenhydrate essen oder eher weniger oder eher ausgewogen? Und da streiten sich ja die Geister oder das ganze Netz. Und es gibt viele Bücher und Empfehlungen, die sagen, High Carb ist das einzig Wahre. Und es gibt viele Blogs und Bücher, die wieder sagen, Mensch, Low Carb, darauf muss man Acht geben, wenn man gesund sein will. Und ich folge da seit vielen Jahren keinen Trend. High Carb, Low Carb ist mir eigentlich relativ egal. Meine Ernährungsweise tut mir gut. Ich sage auch gar nicht, dass alle jetzt High Carb essen sollten. Aber meine Ernährung ist schon sehr kohlenhydratlastig. Ich komme damit aber gut zurecht. Mir ging es noch nie besser ernährungstechnisch als jetzt. Natürlich meine ich mit High Carb nicht einseitig essen. Man sollte ganz viele verschiedene Produkte zu sich nehmen. Man sollte schon gucken, dass man ganz viele verschiedene Obst- und Gemüsesorten isst und Hülsenfrüchte und was weiß ich. Aber hier auf meinem Kanal gibt es recht wenig Low Carb. Also wer nur Low Carb möchte, der ist hier einfach total falsch. Aber es gibt doch viele YouTube-Kanäle und Bücher und Blogs, die sich mit Low Carb beschäftigen. Aber ich leider nicht so sehr. Und viele von euch haben sich mein Quinoa-Chili-Video angeschaut und es kam sehr gut an. Vielen Dank für eure Rückmeldung. Und in dem Quinoa-Chili-Video habe ich ja angefangen mit einer kleineren Pfanne zu kochen, habe dann ja später gemerkt, dass die irgendwie zu klein ist und wollte dann auf meine große Pfanne umsteigen. Und während des Videos hat man nicht gesehen, wie ich das ganze Haus nach dieser großen Pfanne umgekrempelt habe und ich musste mich beeilen. Auf meinem Herd brutzelte mein Chili, die Kamera war an und ich habe die Pfanne nicht gefunden und ich dachte, oh Mann, wo ist denn das jetzt? Es verbrennt mir irgendwie gleich alles vor laufender Kamera. Und wie so oft war sie im Kinderzimmer. Sie wurde zweckentfremdet, weil sie als Schwimmbad für die Playmobil-Männchen herhalten musste. Die Kids hatten damit einen großen Pool gebaut und ich musste das Ganze ganz schnell abbauen, weil ich musste ja mein Quinoa-Chili retten. Und das macht eine Pfanne im Kinderzimmer. Das wird hier sehr oft gemacht, dass Küchenutensilien zweckentfremdet werden. Ja, ich habe sie zum Glück noch gefunden, Chili gerettet, Video gerettet und das Essen habe ich auch gerettet. Und viele von euch folgen mir ja auch auf Instagram. Da ist aufgefallen, dass ich letztes Wochenende in Berlin war. Viele haben mich gefragt, hey, was machst du da? Viele von euch wissen ja, dass ich für den Lavera Naturkosmetik Blog blogge. Ich schreibe regelmäßig Artikel zu den verschiedensten Themen. Ich verlinke euch den Blog, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet, mal in der Infobox.
Und bei dem Event ging es natürlich um natürliche Schönheit und es ging um die neue Lavera Sleeping Cream, die ja vor kurzem rausgekommen ist. Und es war ein sehr interessantes Event. Es ging um gesunden Schlaf, wir haben Yoga gemacht. Eine geniale Veranstaltung. Darüber werde ich auch noch einen Blogpost schreiben. Wenn er online ist, sage ich euch Bescheid. Ja, und das mache ich so hin und wieder in Berlin. Nur schöne Sachen. Und die nächste Frage kommt von Yvonne und sie fragt, möchtest du irgendwann mal wieder Yoga-Videos machen? Und wo hast du deine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht? Das ist auch eine Frage, die schon seit längerer Zeit öfter kommt. Ich habe früher regelmäßig Yoga-Videos hochgeladen. Es gibt ja auch noch Yoga-Videos, die ich hochschwanger gedreht habe. Meistens draußen an frischer Luft, weil unsere Wohnung damals einfach zu klein war. Und die Yoga-Videos habe ich auch immer sehr einfach gehalten. Aber was man in den Videos nicht so schnell erkennen kann, ist, dass ein Yoga-Video sehr aufwendig ist. Aber es ist so ein bisschen Zeit vergangen und ich habe gemerkt, dass ich an ein Yoga-Video mittlerweile einen anderen Anspruch habe als noch vor ein paar Jahren. Das ist ja auch ganz normal. Man hat sich ein bisschen weiterentwickelt und möchte das natürlich auch an alle Videos, die man hochlädt, weitergeben. Gerade bei Yoga-Videos muss man öfter mal ins Detail gehen. Man braucht viele detaillierte Aufnahmen. Man muss ständig die Perspektive wechseln. Es ist sehr schwer, so ein Video alleine aufzunehmen. Und da kommt auch der momentane Knackpunkt. Ich drehe meine Videos zu 100% alleine, meistens frühmorgens oder am Vormittag, wo ich ein bisschen Zeit finde. Und da ist niemand weit und breit, der mit mir so ein Yoga-Video drehen könnte. Und selbst wenn mir jemand helfen würde, würde das Ganze mehrere Stunden in Anspruch nehmen und die habe ich momentan einfach nicht. Das tut mir auch leid, weil es sich viele von mir wünschen, ist für mich momentan zeitlich nicht machbar. Jedenfalls nicht in Videoform. Aber ich habe letztens einen Yoga-Post für Lavera geschrieben, den verlinke ich euch mal in der Infobox. Auch eine sehr einfache Übung zum Nachmachen eben in Blogform. Man muss sich eben entscheiden, man kann nicht alles machen. So ist es eben. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Und ich habe verschiedene Yoga-Lehrer-Ausbildungen. Ich bin einmal Shivananda-Yoga-Lehrerin und ich bin Ashtanga-Yoga-Lehrerin. Das ist eine sehr bewegte Form des Yogas. Viele kennen das auch unter Power-Yoga. Das ist eine Yoga-Form, die sehr fließend ist und immer in Bewegung. Zwei wunderbare Yoga-Arten, die sich auch gut ergänzen. Die Shivananda-Yoga-Lehrer-Ausbildung habe ich bei Yoga Vidya im Westerwald hier in Deutschland gemacht und die Ashtanga-Yoga-Lehrerin habe ich im Ausland gemacht. Das Ganze ist bei mir auch schon ein bisschen her, so circa 15 Jahre. Es gibt, glaube ich, mittlerweile weltweit ziemlich viele Yoga-Lehrer-Institute, die Yoga-Lehrer ausbilden. Yoga, auch ein relativ wichtiger Teil meines Lebens, der leider videotechnisch viel zu kurz kommt, aber immer noch ein großer Teil meines Lebens ist. Vielleicht wird es da in Zukunft noch mehr drüber geben. Und die nächste Frage kommt von Blondie081 und sie schreibt, ich hätte mal eine Frage, bei welchem Alter wäre bei dir die Grenze gewesen für das erste Kind? Ich denke mal, mit Grenze ist das Alter gemeint und oh, das kann ich überhaupt nicht beantworten. Ich habe mein erstes Kind mit 32 bekommen, für mich war das ein gutes Alter. War anders auch nicht zu machen, weil ich meinen Mann noch nicht vorher kannte. Und wir haben sehr schnell losgelegt. Schneller wäre kaum möglich gewesen. Und wenn meine Tochter mich so fragt, dass sie durch den Papa einfach manchmal nicht durchsteigt, dann sage ich da wirklich häufig drauf, du, ich kenne den auch nicht länger wie du. Ich weiß es auch nicht. Es ist ganz klar zu merken, dass viele Frauen immer später ihre Kinder bekommen. Das ist auch oft ganz klar, weil die meisten erst eine Ausbildung machen oder zwei oder das Studium erst beenden. Oder sie lernen später erst den richtigen Mann kennen, so wie es bei mir war. Und dann kann man eben auch manchmal nicht eher loslegen. Bei manchen klappt es auch erst später. Es gibt viele Gründe, erst später schwanger zu werden oder ein Kind zu bekommen. Das ist ja manchmal auch überhaupt nicht so planbar. Ich kann für mich im Nachhinein sagen, dass ich gerne eher Mutter geworden wäre, aber es war bei mir nicht anders möglich. Und ich glaube, es wäre auch im Nachhinein gar nicht so sinnvoll gewesen, weil mein Lebensweg einfach erstmal ein anderer war. Ich habe sehr viel kennengelernt, ich habe sehr viele Berufsausbildungen gemacht, ich habe mich da sehr ausprobiert, ich war im Ausland und das alles war auch gut so, aber im Nachhinein wäre ich natürlich jetzt mit meinen Kindern gerne 10 Jahre jünger. Und es hat ja alles immer seine Vor- und seine Nachteile. Bekommt man mit Anfang 20 oder mit Mitte 20 Kinder, ist das sicherlich was anderes, als wenn man sein erstes Kind mit Ende 30 bekommt. Aber es kommt immer auf die persönliche Situation drauf an und dass man sich mit der Entscheidung wohlfühlt. Ich kenne auch viele Frauen, die schon 3, 4, 5 Kinder haben und dann natürlich über 40 sind, wenn sie das 5. Kind kriegen oder das 4. Kind kriegen. Ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen. Ich finde, Kinder sind was Wunderbares, aber sie bringen auch immer Herausforderungen mit sich und es ist mit Kindern auch echt manchmal anstrengend.
Und ich denke manchmal auch, wenn ich so abends ins Bett sinke, Mensch, wärst du jetzt mal 10 Jahre jünger, würdest du das wahrscheinlich besser wegstecken. Man sollte natürlich auch immer an die Kinder denken. Je älter man natürlich selber ist, je weniger wird man sie auf ihrem Lebensweg begleiten können. Vielleicht, es sei denn, man wird steinalt, aber man weiß das ja auch immer vorher nicht. Ja, es hat viele, viele Vorteile, jünger Mutter zu werden. Es hat auch viele Vorteile, älter Mutter zu werden. Letztendlich kommt es ja auch, wie es kommt. Und ich glaube, keiner plant jetzt, super, jetzt werde ich mal extrem spät Mutter. Das ist doch eine super Sache. Es kommt manchmal so, wie es kommt. Dann muss man es einfach entscheiden, wie es für einen am besten ist. Aber eine echt gute Frage und auch ein spannendes Thema. Und dann fragt Blondie noch, wie ich es schaffe, so ausgeglichen zu sein. Ich mache immer so einen entspannten Eindruck. Und sie fragt, ob ich darüber mal ein Video machen möchte und ob das vielleicht auch andere interessiert. Ich finde ja persönlich nicht, dass ich immer so ausgeglichen bin. Ich glaube, ich bin schon ausgeglichen, aber ich bin natürlich nicht zu 100% ausgeglichen. Ich habe auch Tage, wo ich denke, ja, toll. Wo ich auch aus meiner Komfortzone rauskomme und wo ich mich auch manchmal nicht entspannt fühle. Und es gibt hier tatsächlich auch unentspannte Tage, klar. Sonst wäre es ja irgendwie voll langweilig und jeder hat mal einen unentspannten Tag. Aber meistens fühle ich mich gut und entspannt. Und ja, wie ich das mache, kann ich gar nicht so genau sagen. Mir fällt als allererstes ein, dass ich mich meistens in meinem Leben, mit meinem Leben wohlfühle, dass ich mit den meisten Situationen, die so auf mich zukommen, mal schön, mal weniger schön, mittlerweile gut umgehen kann. Es braucht schon einiges, um mich so richtig aus der Reserve zu locken und um mich mega unentspannt zu machen. Mittlerweile rege ich mich auch nicht mehr so schnell über Sachen auf, weil man es A, meistens nicht verändern kann und weil es meinen Tag einfach mies macht. Und deswegen bin ich ein Mensch, der auch schnell wieder nach vorne guckt und Mist schnell hinter sich lässt. Ich finde, die negativen Gefühle gehören auch so ein bisschen dazu. Es ist ja nicht alles immer schön im Leben. Und deswegen, wenn ich mal so einen miesen Tag hatte und am nächsten Tag fällt mir wieder auf, wow, der Tag ist viel besser und ich fühle mich heute einfach wieder ein bisschen anders oder ich fühle mich wieder wohler in meiner Haut, dann wird mir das auch bewusster, dass es mir meistens gut geht und dann freue ich mich darüber. Und dann ist das auch so eine Situation, die man für sich wieder überstanden hat. Jeder hat mal einen Scheißtag, ganz normal. Aber dann gibt es auch wieder viele gute Tage. Und ich finde, das nehmen wir auch gar nicht so wahr. Es gibt viele wunderbare Tage, auch im Alltag, im Urlaub, am Wochenende, die wir verbringen. Aber das wird gar nicht so wertgeschätzt, das fällt gar nicht so auf. Erst wenn es richtig mies wird, dann ist der Mensch so am unruhig werden und dann sind wir am Klagen und am Meckern. Und falls euch das Thema mehr interessiert und ihr ein extra Video mal darüber haben möchtet, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Ja, entspannt bleiben und Entspannung, auch ein gutes Thema. Ich freue mich schon riesig auf den nächsten Friends Day. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ihr könnt aber auch eure Fragen über Instagram oder über Facebook stellen oder mir einfach eine Mail schreiben. Alles dazu findest du als Information in der Infobox. Und ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis Freitag und tschüss.